Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Ich bin wieder am Start und zwar dieses Mal mit der Vorstellung des Niantic Soundboost. Er steht ja noch in seiner vollen Pracht und Größe vor mir und kommt wieder mal in einer hübschen Verpackung daher, so wie das von Niantic ja schon gewohnt sind. Ist ein Bluetooth-Lautsprecher, wie man hier so sehen kann. Und der bietet natürlich auch noch ein bisschen mehr. Ist jetzt hier in der Farbe Grau erhältlich oder habe ich den jedenfalls bestellt. Ansonsten haben wir den ganzen natürlich noch in Schwarz oder in Blau. 1000 mAh ist die Batteriekapazität, 10 Meter im Drahtlosbereich, 2x3 Watt. Ist halt ein Retro-Gerät. Man kann wieder eine Freisprechfunktion nutzen für Laptop, PC, Smartphone, exzellente Soundqualität mit SD-Kartenslot. Was haben wir noch? Bluetooth-Empfänger für HiFi-Anlagen, das ist ganz klar, das haben wir ja für Smartphone oder für den Laptop ansonsten auch schon. Wichtig ist jetzt mal hier drauf zu achten, der Frequenzbereich von 100 Hz bis 180 kHz, das haben viele andere Lautsprecher nicht. Die sind alle ein bisschen höher, also die fangen bei 120 Hz an. Das ist der Bassbereich, muss man wissen, also Herzbereich, wie beim Subwoofer, je tiefer, desto tiefer der Subwoofer-Ton. So, da holen wir das gute Ding mal raus aus der Verpackung. Das kommt natürlich wieder mal im Lieferumfang daher mit einer kleinen Extra-Verpackung als Box. So, gucken wir mal rein, was wir hier so drin haben. Müsste wieder Klinkenstecker, USB-Kabel sowie die Anleitung sein. So sieht's aus. Raus damit. USB-Kabel zum Aufladen. Klinkenstecker zum Anschließen, ganz klar, weg damit. Wir wollen ja Bluetooth-Bereich sehen. So, das Gerät, wie gesagt, der Soundboost ist ein wenig retro. So wird er in seiner Beschreibung auch angepriesen. Und da fand ich es einfach mal klassisch, wenn der in Schwarz oder Blau kommt, na, dann ist es nicht mehr so retro. In Grau sieht es schon dolle retro aus. Das fetzt schon unheimlich gut. Und ja, da kommen wir mal gleich zu der Haptik des Gehäuses. Das fühlt sich extrem weich an, also wie die ganzen anderen Bluetooth-Lautsprecher jetzt so aus Gummi oder so oder aus Aluminium jetzt nicht direkt, sondern das ist so ein gummihafter Überzug. Hier vorne haben wir ein richtiges Gitter drin, das ist ganz klar. Hier sieht man auch die Boxengröße. Die linke Box ist ja wie so eine Art Tieftöner. Die rechte Box ist so ein bisschen höher, weil die ein bisschen kleiner ist. Die linke Box ist ein bisschen größer von der Membrane. Ja, und dann haben wir uns hier die Schalttasten. Und da wollen wir mal direkt reingucken, weil ich schon auf Anhieb jetzt nicht gleich weiß. Alles klar. Was das hier für ein Tastending hier vorne überhaupt sein soll. Was haben wir denn da stehen? Switch Mode, Hands-Free. Menütaste auch genannt, alles klar. Also das ist die Menütaste. So, dann haben wir natürlich ganz klar hier Skip nach vorne, Skip nach hinten die Titel, Play, Pause. Alles soweit kein Problem. Wie schalten wir das Gerät an? Hat keinen An- und Ausschalter, optisch gesehen. Drehen wir einfach mal. Fängt an zu blinken und spricht. Genau. Der Ton hört sich anfangs ein bisschen verwaschen an, das ist aber kein Problem. Das Ganze gibt sich natürlich noch, wenn wir den erstmal aktiviert haben. So, machen wir kurz mal wieder aus. Der hat keine integrierte Powerbank, so wie die anderen. Der hat aber einen eingebauten MP3-Player. Das funktioniert so, wie gesagt, Mini-SD-Karte hier rein. Dann kann man Line-Out an eine große Anlage rangehen. Also ist das der MP3-Player ohne Display, also im Shuffle-Modus sozusagen. Und kann dann, wie gesagt, ganz einfach hier die Musik ausgeben. Ja, wie gesagt, im Auswahlverfahren, wie gesagt, man kann einfach Play-Pause drücken, Skip vor, Skip zurück. Also man sollte schon keine großen Ordner anlegen, sondern die Musik dann so auf die SD-Karte pressen, dass das Ganze dann einfach so abgespielt werden kann. Oben drüber Micro-USB ist ganz klar, ist ja im Lieferumfang drinne. Das Ding wird darüber geladen. 1000 mAh Batteriekapazität, müsste eine Laufleistung haben. Ich schätze mal auf 5 bis 6 Stunden. Aufladezeit sind 2 Stunden. Also mit 500 mAh am PC-Ausgang. Ich denke mal, wenn der 1 Ampere auch nimmt, dann in einer Stunde. So, was haben wir denn jetzt hier für eine Angabe? Ist jetzt nicht direkt angegeben, wie lange er laufen soll. An Ausschalten am Drehschalter ist ganz klar. Verbindung herstellen, Bluetooth wird gestartet. Das machen wir doch gleich mal. So. Ladegerät anschließen, machen wir später. So, der hat auch so eine erhabene Form nach oben. Man sieht das ganz so hinten. Hat da natürlich auch noch die, wie so eine Art Bassreflexbox. Wir drehen das Teil mal an. Mach volle Lautstärke. Genau. Hört sich am Anfang, wie gesagt, verwaschen an. Dem ist nicht so, wenn man dann erstmal reingeht in den Bluetooth-Modus. Das machen wir jetzt an der Stelle erstmal. Ganz kleinen Moment. Bluetooth muss erstmal aktiviert werden auf dem Telefon. So, er versucht schon wieder was anderes zu verbinden. Da müssen wir den erstmal einen Moment verbinden lassen, weil er sowieso vorher noch nicht suchen kann, das Gerät. Was haben wir sonst noch? Wie gesagt,
An und aus mit der Laut. Ach so, die Lautstärke wird natürlich auch hieran geregelt, ne? Leiser nach vorne, lauter nach hinten, das hatte ich noch nicht erwähnt. Was haben wir sonst noch hier im Spiel? Freisprechfunktion. Zweimal Menütaste drücken zum Rückruf bei Anruf. Einmal drücken, um das Telefongespräch anzunehmen. Zweimal drücken, um das Gespräch abzunehmen. Das ist hier die Menütaste dann an der Stelle. Line in, light out. Habe ich, glaube ich, auch nicht erzählt. Line in ist ganz klar. Wir haben hier noch den 3,5 Klinkenstecker. Und wenn ihr halt einen MP3-Player habt, meinetwegen, wo das Gerät keine SD-Karte drin hat, sondern intern Flash-Speicher und ihr wollt die Musik trotzdem laut hören, kommt der Stecker hier rein, das Ding in den MP3-Player und dann könnt ihr da auch Musik hören. Also Line-Out, halt Quatsch, Line-Out ist was anderes, das ist das, wo was rausgeht. Genau, er erkennt das auch selbstständig. AUX ist also das, was reingeht von dem MP3-Player in dieses Ding rein. Macht er automatisch. Wenn ich die SD-Karte reinpacke, weiß der auch automatisch, dass der sich umschalten muss. So, und jetzt gucken wir mal in der Zeit, wie weit hier unser Bluetooth-Gerät ist. Nach Geräten suchen, das machen wir gleich einmal. Gucken wir mal, irgendwo hier unten müsste das Ding gleich auftauchen. Da ist er. Soundboost wird gekoppelt. Achtung, er spricht wieder mit uns. Sobald es gekoppelt ist jedenfalls. Zeig mal, was du kannst. Ach so, schon verbunden, er spricht doch nicht. Die anderen machen dann immer noch, die sagen, ist paired, also ist gepaart, zumindest ist mit dem Telefon verbunden. Und dann gucken wir doch mal ganz schnell, wenn ich jetzt hier Musik drüber laufen lasse. Geben wir mal ein, lizenzfreie Musik. Ziehen wir doch mal drüber. Was haben wir denn da überhaupt für Musik? Ja, genau. Aries 4, da war ich schon ein paar Mal drauf. Der hat gute Beats dabei. Dann gucken wir doch mal rein hier, was der für uns in dem Moment an Musik bieten würde. Dann kann man ja mal grob hören, wie sich das anhört. Also ich kann auf jeden Fall sagen, er hat einen guten Bassbereich für so eine kleine Lautsprecherbox. Die Speakerbox ist wirklich haptisch gesehen Handgröße. So sieht man das ganz gut. So, ja, und dann müsste das ja eigentlich auch funktionieren, wenn es denn mal hier keine Verbindungsprobleme gibt, es ist ein Fehler aufgetreten, liebe ich immer. Warum dauert es so lange? Ja, was kann ich sonst in der Zeit noch erzählen? Ich habe ja schon erzählt, Ladefunktion ist nicht möglich mit dem Gerät, dafür gibt es andere Geräte, es ist halt Retro. Achso, was kann ich sagen, die Batterie leuchtet rot. Wenn sie geladen wird, beziehungsweise die LED, die hier so schön blau blinkt, die leuchtet rot, wenn sie aufgeladen wird. 2 Stunden circa. Und ansonsten ist das ganze Gerät eigentlich ja, mit 3,7 Volt betrieben, 80 Dezibel und mehr. Mit den was Störverhältnis, was will er uns damit denn sagen? So. Okay. So, jetzt müsste das endlich mal losgehen, hier nachdem stundenlang geladen wurde. Können wir das mal hören. Nur im Originalzubehör verwenden, Reparaturen nur für Meisterbetrieb, das ist richtig. Vorsichtsmaßnahmen natürlich nicht in den Hausmüll schmeißen, das wissen wir eigentlich auch alle. Zwecks, ja, ist ja nur 360, nur spiel mal ab hier. Was ist da los? So, jetzt endlich live dabei. Hauen wir das Ding mal hoch und dann bin ich mal kurz still, dass man das Ganze mal hören kann. So, volle Lautstärke, ja. Weiter geht's nicht. Und hier auch volle Lautstärke. Hat einen ordentlichen Bass für die Größe. Hinten kommt der Bass richtig raus, das hört man am besten. So, alles klar. Lautstärke, wie gesagt, kann man hier hin und her drehen. Genau, er verbindet wieder von selber. Ich habe jetzt aus Versehen zu weit gedrückt. Achtung, man müsste gleich wieder umstellen. Na? Macht er doch nicht. Was ist da los? Einmal zu weit runter gedreht. Versuchen wir mal, wenn wir den nochmal anmachen, ob er die Verbindung wieder selber aufbaut. Viele Lautsprecher machen das, aber pausieren dann beim Telefon. Komm schon. Ach, guck
Gucke, einmal auf Play gedrückt, dann kommt das ganze Ding wieder in Rage rein und dann geht's wieder nicht. Was ist da los? Jetzt haben wir hier kein blaues Licht mehr. Doch, jetzt ist es wieder da. Jetzt ist der Ton wieder ganz weg. Na komm schon. Ach hier, jetzt hat er es wieder. Achtung, Play. Alles klar. So, jetzt können wir hier. Genau, Akkuladung leer, so viel dazu. Ja, ansonsten, so funktioniert das Gerät. Ist eigentlich ziemlich simpel aufgebaut. Robust. Kann nicht viel kaputt gehen dran. Hier unten sind so ein paar Füße, damit er nicht wegrutschen kann durch den enormen Bass. Ne? Auf glatten Unterflächen, auf dem Teppich passiert da natürlich recht wenig. Ja, soweit so gut. So ist das erstmal mit dem Gerät. Das ist, wie gesagt, der Ninetec Soundboost gewesen. Und ja, das ist die englische Anleitung. Die deutsche ist, wie gesagt, auch dabei. Kann man nicht weiter meckern. Verpackung schön und gut. Kommt alles daher mit viel Zubehör. Ja, direkt einsatzbereit. Der Lautsprecher ist natürlich immer schon aufgeladen, wenn er geliefert wird. Wie lange er dann läuft, kann ich nicht sagen. Aber ich denke mal, so die erste Stunde wird möglich sein. Ansonsten immer vor Erstgebrauch natürlich aufladen. Aber ihr wisst ja, die Akkus, habe ich schon öfters gesagt, werden mit 70% ausgeliefert. Ansonsten haben wir natürlich keine Chance, dass die länger überleben. Das ist ja so bei Lipo-Akkus. So, viel Spaß damit und bestellt euch das Ding mal. Ciao.